Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Welt, und herzlich willkommen zu einer neuen News-Spezialfolge. Und heute haben wir hier alle SV5 Secret Rares aus Japan. Wir fangen an mit der ersten Teilerweiterung, und zwar Wild Force, also quasi der Vergangenheitserweiterung. Und da haben wir hier erstmal Chelkrein Art Rare, Snomnom Art Rare und Bronzel Art Rare, denn wie üblich fängt man an mit den Art Rares da hinten. Genau, also schöne Karten, besonders das Chelkrein gefällt mir sehr gut mit dem Meryl, keine Ahnung, drauf. Snomnom kennen wir ja bereits und Bronzel auch eine neue Karte sozusagen, die wir noch nicht kennen. Dann machen wir weiter mit Zitomega, Flatterhaar und Relikant. Ich glaube, die drei sind alle schon bekannt gewesen. Deswegen geht's dann weiter zu Pampros, Arbok und Nebulak. Und Arbok gefällt mir an dieser Stelle auch sehr gut. Aber das liegt an Toucanon. Ich mag Toucanon einfach sehr. Ansonsten Nebulak auch eine schöne Artware bekommen mit Alpollo und Gengar drauf. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Plaudergei, Picochilla und Chillabell. Interessant hier, also erstmal Picochilla und Chillabell sind bereits bekannt. Bei Plaudergei hingegen sieht man oben so diese, ich nenne es mal, ja, Plaudergei, die da in der Luft fliegen mit den Linien, und diese Linien sind tatsächlich Noten. Also das kann man lesen, das Ganze. Und wenn man das wie auf einem Notenblatt liest, dann haben wir wohl oben einmal Plaudergeis Schrei und dann unten einmal den Jingle, der gespielt wird in einem Pokémon Center, wenn man seine Pokémon heilte. Wenn alles klappt, dann habe ich das hier auch abspielen lassen. Ziemlich coole Idee, wenn ich ehrlich bin. Dann machen wir weiter mit den Full Arts, und da haben wir ein paar EX-Karten zuerst, nämlich Chelterra EX, Kalflamme EX und Windelwoge EX. Weiter geht es dann mit Schlickdri EX, Gengar EX und Furienblitz EX. Genau, und dann haben wir noch ein paar Trainer, nämlich Streifzug des Forschers Full Art, Rioba Full Art und Jens Überzeugung in der Full Art Variante. Dann gibt es auch ein paar Special Art Rares, und da haben wir hier Keilflamme EX, Windewoge EX und Furienblitz EX. Die drei sind bereits bekannt. Und dann noch Rioba und Jens Überzeugung. Genau, schöne Special Art Rares. Und zu guter Letzt dann noch die Goldkarten. Drei an der Zahl, und auch hier haben wir wieder Keilflamme EX, Windewoge EX und Furienblitz EX. Dann machen wir weiter mit SV5M Cyber Judge, denn auch da gab es einige Art Rares und Special Art Rares und so weiter, wie man das natürlich kennt. Angefangen mit Tengolist, Sesukids und Kronjuwild, die drei sind bereits bekannt. Dann machen wir weiter mit Flammiau, Eisendorn und Akub, beziehungsweise Akub und Eisendorn. Die letzten beiden waren auch bekannt. Flammiau ist eine neue Karte, und da sieht man übrigens auch ein Shiny Flammiau drauf. Sehr cool. Dann machen wir weiter mit Wommel, Stalobor und Metagross. Drei neue Artwares, sehr schöne Artwares in diesem Fall, und auch tolle Pokémon, die ausgewählt wurden, finde ich. Und dann haben wir noch Meltan, Schlurp und Zenlong. Zenlong bereits bekannt, Meltan und Schlurp noch nicht, soweit ich das weiß. Dann machen wir weiter mit den Full Arts, und da haben wir Eisenblatt EX, Fuego EX und Eisenhaupt EX. Und dann auch noch Eisenfels EX, Farigiraf EX in der Terra-Variante und Scherox EX bei den Pokémon in der Full Art-Variante. Auch hier gibt es natürlich drei Trainer und Trainerinnen, nämlich haben wir hier die Lösung der Codebrecherin in Full Art, Salvatore Full Art und Bells Hingabe in der Full Art-Variante. Weitermachen wir dann mit dem Special Art Rares, und da haben wir Eisenblatt EX, Eisenhaupt EX und Eisenfels EX. Die drei sind bereits bekannt gewesen. Und dann noch zwei Trainer, und zwar Salvatore und Bells Hingabe. Genau. Schöne Trainer Art Rares und dann, oder Special Art Rares. Und dann haben wir noch drei Goldkarten, und das sind natürlich Eisenblatt EX, Eisenhaupt EX und Eisenfels EX. Das war's auch schon für die Secret Rares aus SV5. Die werden vermutlich bei uns so gut wie alle auch enthalten sein. Vielleicht wird die eine oder andere Karte für irgendeine Box mal rausgeschnitten. Das wird dann vermutlich die Full Arts betreffen, wenn es so wäre. Ansonsten, ja, war's das für diese Newsfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wir sehen uns dann am Sonntag spätestens mit einer weiteren Newsfolge. Also bis dann. Ciao.